Da sterbe ich doch wieder. Aber vorher nehme ich euch mit. Doch, da kann man gar nicht. Nein! Wasser da unten. Ach, kommt! Ah! Ich muss hier, ich muss diese Münze kriegen! Ah! Das war's mir wert! Wenn du jetzt einzeln runterfällst und wieder hochgehörst, dann kann es noch ein bisschen dauern. Na, weißt du was? Eulenexpress. Ja. Anstatt ich das gleich von Anfang an mache. Oh. Und hoppa! So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo war denn das, wo war denn das, wo war denn das? Am besten ich gehe gleich ganz oben rauf. Da kann ich nichts falsch machen. Von da aus komme ich auf jeden Fall irgendwie hin. Aua! Macht nix. Macht nix, ich überlebe. Ich bin auf meinen Füßen gelandet, also... Ja. Auch auf meinen Fuß. Das war eigentlich dann doch schon bei der Rutschbahn sein, oder nicht? Eigentlich müssten wir in der Nähe sein, ja. Haha! Direkt danach wahrscheinlich. Hier jetzt. Also, von hier aus weiter und dann... Es wäre vielleicht noch möglich. Hier vielleicht, in der Wand. Nicht diese Wand, okay, dann... Ja, hier so, hier müssen wir. Ja, ja genau, da waren ja sogar Münzen, die da so reingezeigt haben. Okay, die würde ich auch noch mehr für später aufheben. Und... Jetzt wird's schwierig. Ich muss das Ding ja schaffen, ohne Probleme jetzt. Oder, ach nee, Moment. Also ich muss auf jeden Fall die Münzen sammeln hier. Und wenn mir was passieren sollte, dann kann ich ja danach, solange ich da nicht sterbe. Oh. Ja, so. Schön, schön. Bisher. Mist. Oh. Okay, das ist aber nicht das Problem, weil wenn... Ey! Ich wollte schon also, sagen, auf der Karte sahst du, als ob du noch irgendwo hinkommst, aber... Also wirklich, das wäre ja... Ich wäre gar nicht runter gewesen. Also, das gibt's nicht. Der hat aber wohl andere... Vorstellungen... Wow. ...in einer Niederlage. Der Spieler hat von einem Voraus berechnet, dass der Fallschaden zu hoch ist, deswegen wollte ich frühzeitig rausnehmen. Gar nicht wahr! Fallschaden geht nur bis zur Hälfte des Lebens oder so was. Frechheit. Aber es macht nichts. Ich kann hier ja ruhig, solange ich genug Münzen sammel, so oft sterben, wie ich will. Das ist nicht schlimm jetzt. Weil ich kann ja danach die anderen Münzen noch sammeln. Hauptsache, ich krieg sie dann auch, ohne zu sterben. Oh. Ich seh's kommen. So bei 99 Münzen dann doch wieder tot. Weil das letzte, was ich kriegen muss, rote Münzen sind. La 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 la. Oh, ist das schön, dass du an uns denkst und die Musik mitsummst. Na na na, oh weia. Okay, wieder eine verloren, daneben, ihr wisst schon. Oh, ich muss sie ja nicht alle kriegen, glaube ich. Nee, das wäre auch ein bisschen utopisch. Das wäre krank. So, und ja, das. Ich finde, das war. Also 39, das reicht auf jeden Fall. Was? Nein! Ja, gut, das ist eine andere Sache. Also, ich wusste, dass du den Stern nicht sofort bekommst, aber das. Ah, das ist fies. Das ist übrigens auch neu. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gitter nicht so hochgezogen war. Ja, vor allem, wie soll denn das dann gehen, den 100-Münzen-Stern zu kriegen? Dann. Ja, stimmt, du. Ja, das ist eine gute Frage, denn selbst wenn du die 100 Münzen da drin hast, dann kommst du ja da nicht ran sofort. Ja, eben. Ist das gemein. Ich verlasse den Kurs und gehe neu rein. Fliegenpilz-Fiasko, ja, das trifft ziemlich gut. Ja, das ist jetzt echt ein Fiasko. Weil, da müsste ich ja theoretisch außerhalb schon die 100 Münzen kriegen, weil drin, das ist... Nee. Nee, das ist eine... Das ist eine Aufgabe, nein! Wie?! Wie zum Henker soll ich das schaffen? Durch so ein Netz kann man ja theoretisch mit der Unsichtbarfähigkeit durch, aber das geht ja gar nicht. Ja. Eben. Ich überlege mir alternative Lösungsmöglichkeiten, aber... Also. Ja, ich eigentlich... Also ich habe das auch schon mittendrin überlegt, ich habe es noch nie ausgesprochen, weil... Ja, hat sich sowieso nicht
Wir können sonst nichts kommentieren, ja, das ist schade. Ja, wir können auch einfach so über Kram reden. Ich meine, ganz ehrlich, es ist... Ja. Genau, schlag einfach irgendein Thema vor, Sapi, los. Ja, wir spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht. Nein! Oh Gott. Pflicht, stürze dich in den Tod. Schon mal, du bist runtergefallen. Ja, rote Münzen geben auch normale, für den normalen Münzenzähler was. Die geben sogar 2 und blaue geben 5. Ist nur die Frage, ob wir damit auf 100 kommen, wenn wir alle hier... Hoppa. Wenn wir alle mithelfen. Nee, wenn wir alle sammeln, die hier sind, außerhalb. Also 5 Geheimnisse des Berges. Das erste Geheimnis ist, wie kriegt man 100 Münzen? Jetzt brauchen wir noch 4. Ich versuch's mal so rum. Boing und... Hey, perfekt. Okay. Ja, aber wie soll ich das denn schaffen, wenn ich... Also, wie soll denn das gehen, dass... Oh Gott. Also, wenn ich auf der Rutschbahn wirklich meine 100. Münze sammeln muss... Wie soll denn das... Das geht doch nicht. Ja, das wäre auch so meine einzige Idee gewesen, dass du wirklich genau in der 1 Millisekunde hochspringen, wenn der Stern da ist. Und den muss ich dann aber auch kriegen. Ich meine, das habe ich ja schon mal auf einer anderen Rutschbahn probiert. Das ist es eben. Sonst ist Mario der Nächste, der dem Stern traurig hinterher guckt, wenn der runterrutscht. Ja. Das war ja auch so ein Ding. Oder muss ich dafür einen bestimmten Charakter nehmen? Ah. Wario und Luigi kann man werden. Okay, also. Ja, eben, aber was bringt mir das dann im Endeffekt, ist die Frage. Oder klappt das, die so einzusetzen, dass es mir was bringt? So, jetzt hole ich mir erstmal die Münzen von dem Heini hier. Aber. Also, wenn Luigi unsichtbar wäre, das hält doch niemals die ganze Rutschbahn durch. Nee, eben. Er hat ja auch nicht so einen Block dafür. Das ist ja das Schlimme, also da die Wand, das geht nicht. So. Egal, ich sammle erstmal weiter Münzen und bis dahin, bis ich so weit bin, dass ich wirklich genug zusammen habe. Ja, als Klempner verliert man nicht so viel. Ey! Blödes Viech hier. Nimmt mir einfach meine Mütze weg. Andererseits, ich hab ihn ja, gegrapscht. Ja, stimmt okay. Schon, vielleicht wollen die Gegner Mario gar nicht angreifen. Vielleicht ist er derjenige, der alle belästigt. Ja, Mario ist eigentlich der Bösewicht. Aber das war jetzt irgendwie nicht so. Nein! Oh. Jetzt habe ich keine Mütze, jetzt habe ich kein Leben mehr. Was? Nee, Game Over noch nicht, ich habe nur 10. Ja. Oh, schade. Ja. Ja, jetzt wäre so eine Game Over. Dass du Superman 64 spielst. Das will eh keiner. Seite. Wenn du jetzt Game Over gehst, dann kriegt's keiner mit. Ja. Allerdings. Okay, ich hol mir jetzt erstmal wieder ein Leben, damit ich nicht Game Over gehen kann. Ja, irgendwie sind hier sehr viele Leben versteckt, möchte ich meinen. Du cheatest, eindeutig. Nein, tue ich nicht. Ich cheate doch nicht bei Super Mario 64. Das habe ich gar nicht nötig. Ich frag mich natürlich, ob das gehen würde. Wäre es denn schlimm, wenn? Er wird garantiert funktionieren. Du musst nur auf die Cheat-Einstellung des Programms gehen, ne? Also, die nicht wollen, dass Exodus cheatet, stehe ich, schreibe jetzt was in den Chat. Oh, ja, niemand schreibt was. Schreibt keiner. Okay. Oh. Darfst cheaten. Ich darf cheaten, okay. Okay, jetzt habe ich hier auch gerade ein paar Münzen. Naja. Weggelassen. Ja, aber das ist ja echt doof. Ich meine, wie soll man denn dann diesen 100 Münzenstern kriegen? Das macht mich gerade fertig. Das war nicht so im normalen Super Mario 64. Da war auf jeden Fall die Wand nicht ganz so zugezogen, dass man wieder rauskommt. Die war, glaube ich, gar nicht da. Du hast so eine kleine Reling war da. Okay. Wenn du das sagst, dann ja, dann ist das wohl so. Schön, Sapi sagt immer, was könnte mir zustimmen, das finde ich super. Woo! Ah!
Haben wir heute das große Finale mit fast allen Stimmen hier? Ja, und mit fast allen Sternen. Mit fast allen Stimmen, vor allem, weil es die Verteilung dieser Stimmen ist ja auch prozentual gesehen. Ja. Prozentual gesehen, ja. Faszinierend. Also ich glaube, Herr Hase, Sie müssen öfter mal was sagen, wo man zustimmen kann, damit auch die Verteilung richtig ist. Oh! Ja, stimmt, das wussten wir vielleicht. Manche gar nicht mehr, Herr Hase. Hallo. Hallo, Herr Hase. Oh Mann, und der Namensgeber, der das überhaupt erst ins Leben gerufen hat, ist heute nicht da. Das ist schade. Ja, naja, der ist eigentlich nur auf beschäftigt im Skype. Vielleicht kommt er ja noch. Vielleicht kommt er ja noch zum 150. Sterben. Zum 150. Geburtstag. Dieses Let's Plays. Ist alles das genau. So, ich kann hier doch irgendwo noch Münzen kriegen. Da. Dab, dab, da, dab, dab, da, dab, da, 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 okay, hier ist sogar noch ein Leben. Du hast recht, hier sind wirklich sehr viele Leben. Ja. Ach, da oben ist die letzte rote Münze. Okay. Die muss ich ja nur noch dann kriegen und dann... Die Leben brauchst du auch alle für die letzte Welt. Was? Weißt du, diese Wartewelt da. Diese Regenbogen. Oh Gott. Die Wartewelt? Ich nenne die immer Wartewelt, weil man die ganze Zeit auf den Teppichen stehen muss und warten muss. Das mit den ganzen Leben in diesem Level, das war schon vorher geplant. Da wusste jemand, dass das Maxi du mal spielt und ja, wie schlecht der eigentlich ist. Ja. Naja, die Leben sind so User-generiert. Nein! Je nachdem, wer spielt, so viele Leben sind auch im Level drin. Ja. Ach so, was jetzt? Ich hab das zum Glück nicht verstanden, glaube ich. Sie stimmt mir nicht zu, dass die Leben so verteilt sind, wie man es braucht. Ach so? Warum nicht? Ja, war's. Wieso denn? Ja, warum denn jetzt? Erklär das! Weil er perfekt spielt. Ja, ich bin mal Game Over gegangen und dann so ein Spruch. Also ehrlich, das ist also Sarkasmus von höchster Stufe, glaube ich. Wir hatten jetzt schon sehr viele Streitereien. Wir hatten Streitereien unter den Zuschauern, wir hatten Streitereien zwischen Exi und Zuschauern, wir hatten noch nicht die Streitereien zwischen Co-Moderatoren. Los! Schlagt euch! Oh, na komm, dann steigt doch die Quote vielleicht, wenn du jetzt mal richtig stressen bist. Ja, das ist doch hier die ganze Zeit, diese Diskussion mit YouTube-Drama und so. Und, Ja, genau, oh, bitte nicht. Nein, ich fange gar nicht erst an. Naja, okay, es ist ehrlich gesagt, also, wenn du unbedingt willst, dann. Oh Gott, ich sehe es kommen, ich muss den erstmal kaputt machen da. Sonst! Hab ich ein Problem. Oder ich krieg den. Mütze, Mütze, Mütze. So. Und, oh, das ist gemein, du! Das hat er genauso. Ja! Münzen! Okay, das Viech kommt mir einfach nur hinterher und nervt mich, aber es nimmt mir nicht die Mütze weg. Interessant. Also ist Mario der Bösewicht. Das hatten wir ja jetzt geklärt dadurch. Ja. Mario ist gemein und Äffchen sind lieb. Weil Äffchen nehmen Marios keine Mützen weg, wenn sie nicht angegriffen werden. Das könnte man jeden so auf das Schild schreiben, gerade von Affen. Nehmen Mario keine Mütze weg. Dieser Affe hier nimmt Mario keine Mütze weg. Mario war böse zu ihm, deshalb bekam er die Mütze weggenommen. Also haben wir ein paar Leben holen. Ja. Na komm. Nein. Ah! Du könntest jetzt traurig theoretisch einfach da stehen bleiben. Ja. Okay, aber irgendwie habe ich noch nicht mal genug Münzen, dass ich überhaupt in Richtung 100 Münzen kommen könnte. Die bin ja noch 54. Nein, 45. Ja, eben. Eben. Und ich hatte, glaube ich, noch nicht mal 40 in dem Dings. Nee, das hat es nicht. Ich glaube, du kamst nur auf 30 oder so. Mhm. Oh Gott. Na gut, gehst du noch ein paar Münzen durch den Pfeil da. Okay, die hier. Ja.
Aber das reicht mir dann trotzdem nicht. Da müsste ich ja perfekt spielen. Und das, ja. Ich fall da sowieso runter. Wenn du perfekt spielst. Genau. Genau. Du Was? Toll, dass du perfekt spielst. Ihr seid so gemein heute zu mir. Wieso? Oh. Ihr macht euch über mich lustig. Was? Das würden wir uns niemals wagen. Also wenn ich das... Also du kannst noch wahrscheinlich mit Fliegen dorthin. Da sind noch ein paar Münzen in der Luft gewesen. Ja, aber wie komme ich denn zu Fliegen?